Live. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Heute etwas früher, weil wir noch ein paar kleine Tests machen. Kleine Internetproblematik heute hier, ja, mit den ganzen Mallorca-Touristen. Und deswegen müssen wir noch ein bisschen früher starten. Gleich geht's los, 19.30 Uhr. Bodo ist auch schon dabei. Nicht so machen. Ja, wir haben auch schon die ersten Zuschauer. Ja, gehen wir mal gucken, ob wir noch schon Zuschauer haben. Ah, da sind sie schon da. Da waren sie schon da gewesen. Na, wunderbar. Dann könnt ihr uns ja erstmal wieder kurz sagen, ob ihr uns gut verstehen könnt, ob der Ton da ist, ob wir zu sehen sind. Und dann geht's gleich auch los. Ganz lustige Geschichte passiert, Jonathan. Ja. Ich wollte vorhin meine Webcam anmachen. Da sehe ich auf einmal, so eine Knarre hier, ja. Hä? An deiner Webcam? Ja, an meiner Webcam war die so an diesem Ding hier dran gemacht. Ich denke, wer macht denn so eine, welcher Vollpfosten macht so eine Knarre an so eine Webcam? Ja, macht ja keiner. Ja, und jedenfalls habe ich die dann gleich zur Polizei gebracht, ja. Und die haben Fingerabdrücke von dem Ding gemacht und haben dann ein Fahndungsfoto mir gezeigt. Ja. Und schaut mal, was die mir gezeigt haben. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr den kennt. Falls ihr den kennt, ich kenne ihn nicht, dann die sind jetzt jedenfalls auf der Suche nach dem. Der hat halt ein Attentat verüben wollen auf mich und jetzt mal gucken. Vielleicht findet man es bei Snapchat raus. Ja, da hat schon jemand rausgefunden. Ne? Ja. Vielleicht findet man es bei Snapchat raus, dann was dann mit dem passiert. Ich glaube, der wird jedenfalls in den Knast wandern dafür. Es war natürlich ein ganz klarer Attentatversuch. Aber egal, dafür sind wir heute nicht hier. Wir warten noch kurz, boah, schon 123 Minuten, wir haben Zuschauer. Schon richtig viele Zuschauer. Noch 2 Minuten, dann geht's los. Ja, erzähl du doch mal was. Ja. Wie war dein Tag heute? So wie in einem Hamsterrad natürlich. Wir waren vorhin kurz schwimmen. Hier ist es jetzt richtig heiß geworden in Mallorca. Von dem her, ja, ich bin hier auch noch bis Ende Juli, weil da gerade gefragt wird, wie lange ich noch da bin. Und wie war dein Tag? Mein Tag war gut, sehr produktiv. Haben heute schon 2 Videos gedreht für unsere Aktienbewertungsserie. Danach waren wir noch schwimmen. Und ja, jetzt machen wir noch den Stream und danach, keine Ahnung, nochmal schwimmen gehen oder so. Aber ich würde sagen, wir starten auch direkt durch. Heute mit einem spannenden Thema. Und wir haben auch einen straffen Zeitplan. 8:30 müssen wir los. Und zwar geht es ja heute um das Thema: Warum investieren wir eigentlich? Ja, was ist eigentlich der Grund dafür? So ein paar Gründe dafür. Auch zeigen, eigentlich als Sugar Daddy, wir haben es schon hingeschrieben, was machen wir also mit den ganzen Millionen, die wir jetzt durch Aktien sparen und so weiter aufbauen? Weil da kann natürlich eine beträchtliche Summe mit langem Anlagehorizont bei rauskommen. Und sind wir mal sehr gespannt. Wir merken schon, hier fällt ab und zu jetzt die Kamera aus. Ich hoffe, das wird dann nachher nicht mehr so häufig vorkommen. Und ja, Jonathan hat auch gebügeltes Hemd. Ja. Und von daher würde ich jetzt sagen, fangen wir jetzt direkt mal an. Ja, warum investieren Sie? Oder wir? Kannst du ja mal anfangen. Ihr könnt ja mal parallel dazu schon alle runterschreiben, warum ihr investiert. Ja, kommentieren wir natürlich auch dann so ein bisschen nebenher. Jonathan, warum investierst du? Also ich muss sagen, ursprünglich was so ein bisschen die Gier, die Neugier vielleicht auch. Ja. Weil bei mir lag ja immer der Focus Money zu Hause rum und das war da sehr interessant, dann immer von 50% auf einmal zu lesen und so weiter. Aber das hat sich jetzt inzwischen gewandelt. Inzwischen investiere ich einfach nur aus der Freude am Investieren, weil es mir total viel Spaß macht. Das ist mein Hauptmotiv geworden. Und nebenbei ist es natürlich auch immer noch die lukrativste Anlage, wenn man das Ganze langfristig angeht, die Kosten gering hält. Lukrativement! Sagt sogar François. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt investiere. Und jetzt gebe ich die Frage einfach mal an euch. Wir sind ja in einem Livestream. Warum investiert ihr überhaupt euer Geld an der Börse? Genau, also ich investiere vor allem aufgrund des Wachstums, ja, und aufgrund dessen, dass es mir Spaß macht, Dinge wachsen zu sehen, ja, vor allem halt Geld. Und einfach so zu sehen, wie sich das Geld nach und nach immer mehr vermehrt, das macht mir viel mehr Spaß, als wenn sich halt immer weiter verringert, weil man es immer die ganze Zeit ausgibt. Ja. Und das heißt, einfach dieses Wachstum zu haben, um natürlich
mit je mehr Wachstum man hat, ja, dann auch immer freier zu werden dann, ja, mit diesem Geld und dann, ja, immer dann später noch entscheiden, ja, zu können, was mache ich jetzt damit und was nicht. Das heißt, mir geht es immer in erster Linie um ja, Unabhängigkeit, weil je mehr ich investiert habe, je mehr irgendwo passiv für mich arbeitet, ganz egal, ob es jetzt sozusagen passive Investments sind, wie zum Beispiel Dividendenaktien oder ob es jetzt ein P2P-Portfolio ist oder ob es ETFs sind. Ich weiß, mit jeder passiven Investition, ja, was, ja, ist hier? Jetzt schreiben die Leute schon, ich habe einfach nur Bock auf Dickpatte. Genau, wächst im Prinzip meine Unabhängigkeit. Unabhängigkeit vom Staat, Unabhängigkeit, ja, ja, von meinem Beruf, von meinem, ja, Chef, aber eben auch Unabhängigkeit, meine eigene Meinung sagen, ja, zu können. Ja, einfach dieses Thema Unabhängigkeit. Und das ist der Hauptgrund, warum ich investiere. Ich muss schon auch ehrlich sein. Also mein Hauptziel ist es schon auch, irgendwann finanziell frei zu werden. Wann ich das Ziel erreiche, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall tue ich eben was dafür. Ich bin ja noch sehr jung und ja, werde auf jeden Fall mir das Ganze jetzt schon im Studium angewöhnen, um dann, sobald ich dann später deutlich mehr verdienen werde oder mehr verdienen werde, dann auch diese Sparquote beizubehalten und mir das Ganze schon angewöhnt zu haben. Ja. Hier fragt schon einer, was passiert, wenn mein Broker nicht mehr dann existiert? Also wenn du dann Sugar Daddy bist, ja, und dein Broker aber ist nicht mehr Sugar Daddy, ja, dann ist es kein Problem. Dein Geld, deine Aktien, die du hast in deinem Depot, die gehören ja nicht dem Broker. Wenn der also pleite ist, dann, ja, die Frage bekommen wir immer wieder, kannst du die einfach zu einem anderen Broker bringen und einfach dann dort weiter deinen Sugar Daddy Lifestyle frönen. Ja? Jemand anders schreibt noch Weiber und Alkohol, finde ich auch ein Top-Motiv. Ja, genau. Ist und alles berechtigt, ist gut so. Ja. Genau, und da springen wir doch gleich jetzt mal rein. Wir haben euch nämlich ein bisschen, ihr wisst ja, wir sind nicht nur Rumquatscher, zwar ein bisschen auch, ja, aber wir haben euch natürlich auch ein bisschen was vorbereitet. Und das teilen wir jetzt mal ganz kurz mit euch, und zwar unseren Bildschirm. Ja, hier geht's los. Share. So. Und jetzt müsstet ihr gleich unseren Bildschirm sehen. Bitte mal kurz kommentieren, ob ihr unseren Bildschirm dann auch sehen könnt. Müsst ihr gleich hier umspringen. Ja, perfekt. So sieht's aus. Und jetzt springen wir mal hier, ja, rein. Und da seht ihr es auch schon, ja, ganz klar. Das ist nämlich der Hauptgrund, warum man investieren sollte. Ja, ja, also wenn euer Sohn euch fragt, ja, warum soll man studieren und investieren, ja, zeig ihm halt einfach dieses Foto, ja, weil wenn wir ein Sugar Daddy sind im Alter später, dann können wir halt uns immer viele Dinge leisten, die andere sich nicht leisten können, ja. Für Frauen natürlich ist das ganz ähnlich. Warum sollten sozusagen Frauen investieren? Naja, dann schaut euch einfach das Foto an. Wenn ihr halt nicht investiert und nicht fleißig studiert und so, dann müsst ihr euch später halt einen Sugar Daddy rankrallen und das Ganze hat natürlich dann auch wiederum eine kleine Problematik. Ich guck mal kurz, ob der Ton noch da ist. Ja. Kolja, mach mal Vollbild. Ansonsten ist alles in Ordnung. Ton ist noch da. Okay, ja, super, weil ich bin gegen das Mikrofon gekommen und dann weiß man immer nicht, ob das dann noch da ist. Ja, doch, ist noch da. Okay, dann mache ich jetzt hier wieder Vollbild, beziehungsweise gehe mal hier auf den Livestream. Und genau, so, ich denke mal, so reicht das, ja? Das ist ja sogar ein bisschen zu groß, oder? Ja. Genau, das ist heißt, das sind sozusagen, und hier möchte ich gleich auf das erste Thema eingehen. Viele Leute benutzen das immer ganz gerne als Ausrede zu sagen, warum sollte ich denn jetzt investieren? Weil eben mit irgendwie 20, 30, da kann ich ja noch, bin ich ja noch richtig im Saft, da kann ich ja noch richtig viel machen, ja. Auch mit meinem Geld was anfangen, da brauche, genau, ich noch Geld, und, ja. Und was soll ich bloß mit 50, 60 dann mit meinem Geld irgendwie machen? Im Rollstuhl, da, genau, brauche ich eh kein Geld mehr, und, ja. Ey, da müsst mal wirklich ein paar alte Leute sehen. Also mein Opa, mein Onkel, der ist mit Ende 70 immer noch auf Mallorca, 3, 4, 5 Mal pro Jahr aktiv und macht noch die geilsten Aktionen. Das heißt, der fährt ja sogar noch Fahrrad. Also, ne? Der, ja, Typ hier auf dem, ja, Foto sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als ob er dann irgendwie nur noch Scheiße macht. Das heißt, ich kombiniere das immer. Ich gönne mir auch jetzt schon Sachen, aber ich investiere ganz klar auch sozusagen für die Zukunft. Und jetzt gibt es ja so die erste Formel, die viele von euch vielleicht auch kennen. Ja, und zwar, man nimmt dann sozusagen die Zahl 100 zieht davon das Lebensalter ab und sagt, das ist jetzt die Aktienquote. Ja, also bei Jonathan gerade mal 20, würde ich jetzt sagen, okay, Jonathan, 100 minus 20 sind 80. Das heißt, du kannst 80% in Aktien gehen. Ja, ich, 11 Jahre älter, ich kann sogar jetzt nur noch
zu 70% in Aktien gehen. Und wenn man jetzt irgendwann 60 ist, sollte man dann zum Beispiel nur noch 40% Aktienquote haben. Das ist so eine ganz einfache Regel, die meiner Meinung nach und auch Jonathans Meinung nach komplett geile Scheiße ist. Das heißt, die ist überhaupt nicht anwendbar. Warum ist das nicht so? Das Alter spielt zwar eine Rolle beim Anlagehorizont, aber es ist nur ein einziger Punkt. Das heißt, was hier nicht mit reingeht, ist die Risikobereitschaft, der Cashbedarf, die Lebenserwartung, der Arbeitshorizont, also wie lange man noch arbeiten wird, der Arbeitswillen, wie lange man noch arbeiten will und die familiären Verhältnisse. Und dazu mache ich euch mal ein kleines kurzes Beispiel. Ja, dazu gehe ich mal hier zurück, damit ihr uns wieder seht. Moment, beenden. So, jetzt müsstet ihr wieder uns sehen. Genau. Gib mal kurz Bescheid. Gib mal kurz Bescheid, ob ihr uns wieder sehen könnt. Genau, damit es auch technisch alles klappt. Die Fragen von euch werden wir dann gleich anfangen zu beantworten. Jetzt aber kurz noch zu diesem Thema. Okay, stellt euch jetzt einfach mal zwei unterschiedliche Typen vor. Ja, beide 65 sind Hans und Gerald. Ja, und Hans hat folgende Situation. Er hat 1 Million angespart in Aktien als Portfolio. Ja. Er ist aber Single. Ja. Er hat keine Frau. Er hatte schon 2 Herzinfarkte. Und er braucht 100.000 Euro Cash pro Jahr aus seinem Portfolio. Also er braucht einen hohen Dividendenzinsanteil aus seinem Portfolio, weil er hat sonst nichts. Er hat sozusagen nur eine mickrige Rente. Ja. Ja. Und er will jetzt auch noch ein bisschen leben einfach. Genau. Ja. Und er braucht jetzt einfach viel zum Ausgeben. Und deswegen braucht er natürlich einen ganz anderen Depotbestand als Gerald, der eine ganz gut laufende Consulting-Firma hat, die er mit seiner Frau zusammen betreibt. Ja? Und die wollen sie noch, bis sie beide 70 sind, also noch weitere 10 Jahre sozusagen betreiben. Und dann ganzen Zeit brauchen sie ja noch überhaupt gar keine Cash aus ihrem Depot. Weil sie verdienen ja noch, weil sie noch arbeiten. Genau. Außerdem haben sie beide noch Eltern, die beide sehr aktiv sind. Das heißt, sie haben auch noch eine hohe Lebenserwartung, haben noch keinen Herzinfarkt und so weiter. Dass sie keine Miete zahlen müssen und so weiter. Gibt ja viele Faktoren, ja. Genau, und der Punkt, den wir also hier meinen, ist, nur weil jemand jetzt dasselbe Alter hat, kann er eine ganz andere Lebenssituation haben, ja, und kann ganz andere Bedürfnisse haben, ganz andere Ziele. Und deswegen ist dieses reine 100 minus Lebensalter vollkommen zu kurz gedacht. Und deswegen wird Jonathan euch jetzt noch ein bisschen mal erklären, wie man das stattdessen machen kann. Also einfach mal einen kleinen Vorschlag, den wir jetzt einfach so haben für uns selbst. Ja, wie ihr das dann im Endeffekt macht, müsst ihr selber wissen. Dazu werden wir jetzt nochmal den Bildschirm kurz teilen und zurückspringen. Und Jonathan wird euch noch ein bisschen was dazu erklären. Okay, gehen wir mal zurück, Jonathan. Du bist an der Reihe. Genau, also üblicherweise gibt es für Investoren ja immer das magische Dreieck. Wir haben das in diesem Fall sogar noch erweitert auf das magische Viereck. Magisch deshalb, weil ihr werdet nie alle Ziele auf einmal erreichen können. Und Viereck deshalb, normalerweise ist es ja immer eine Abwägung zwischen Liquidität, also wie schnell komme ich an mein Geld ran, Sicherheit, wie sicher ist mein Geld gegenüber kurzfristigen Schwankungen und der Rendite. Ja? Und wer an die Divestition denkt, ja, der muss sich noch einen vierten Punkt klar machen. Und zwar, ist es eigentlich mein Ziel, an die nächste Generation was weiterzugeben oder an irgendeine wohltätige Organisation eine Stiftung aufzumachen? Oder möchte ich wie Rainer Voss alles verprassen? Ja. und das ist natürlich sehr wichtig, ja, weil wenn ich vielleicht etwas weitergeben möchte, und dazu kommen wir jetzt auch schon an den wichtigen Entscheidungsbaum mit 3 Fragen, die ihr genau in der Reihenfolge durchgehen solltet. Ja. Genau. Zuerst mal völlig logisch, überlegt euch, wie hoch eure maximale Aktienquote gehen soll. Das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Divestieren zu tun. Das ist einfach eine generelle Risikofrage. Wenn euch das klar ist, dann kommt ihr zur zweiten Frage. Möchtet ihr etwas weitergeben oder nicht? Und wenn ihr was weitergeben möchtet, dann bietet es sich eben an, sein Portfolio so aufzubauen, dass man später nicht von der Substanz zehrt, sondern nur von den Ausschüttungen, seien es Zinseinnahmen oder Dividenden. Weil dann ist es völlig egal, wie alt ihr werdet. Ja? Wenn ihr 120 werdet, dann habt ihr immer noch eure Erträge jedes Jahr und von der Substanz habt ihr nichts abgegeben. Denn in der Regel werden die Dividenden ja nur von Teilen des jeweiligen Gewinns bezahlt und nicht aus dem Ertrag, aus dem Buchwert oder so. Ja? Und die dritte Frage noch,
wie sicher sollten meine Ausschüttungen sein im Alter dann, ja? Ja. Da, das haben wir mal aufgeteilt, einmal in nominal sicher, das heißt, da würde es sich dann anbieten für all die Leute, die sagen, ich möchte jeden Monat 1.800 Euro haben, ja, und das dürfen nie 1.700 sein. Ja. Dann kann man einfach sein Portfolio irgendwann verkaufen und dann in der Versicherung mit einer Lebensrente umschichten. Das heißt, man zahlt dann zum Beispiel die 200.000 Euro Portfolio, die man angespart hat, mit 60 Euro an die Allianz und bekommt dann dafür bis zu seinem Tod jeden Monat eine Rente X, die auch ja, so sicher ist wie eben die Allianz. Und die Alternative, die ich persönlich bevorzuge, ist es, eine real sichere Rendite zu haben oder eine real sichere Rente zu haben. Das heißt, ich werde nach wie vor im hohen Alter versuchen, das ist natürlich nur meine jetzige Meinung, sehr stark in Sachwerte zu gehen, weil mit diesen Sachwerten, wie zum Beispiel Aktien oder Immobilien, passiert mir auch im Falle von der Inflation nichts. Denn wenn jetzt die Inflation einfach mal 100% wäre, dann würde zum Beispiel Coca-Cola einfach den Flaschenpreis verdoppeln, würde dann auch doppelt so viel verdienen und könnte in dem Fall auch die Dividende doppeln. Das heißt, wäre dann immer noch gleich hoch, wenn man es in real betrachtet, ja. Während ich mit den Anleihen vielleicht zwar immer noch den gleichen nominellen Betrag hätte, aber eben mir davon weniger kaufen könnte. Und übrigens ist das auch ein krasser Vorteil von der gesetzlichen Rente, die zwar sehr gering sein wird, aber auch die wird inflationsindexiert sein, denn die Rentner bekommen ja immer die Summe ausgezahlt, die alle Arbeitnehmer in dem Monat einzahlen. Das heißt, wenn jetzt durch eine hohe Inflation dann die Löhne steigen, steigt auch wieder der Topf, der an die Rentner ausgeschüttet werden kann. Das heißt, diese Rente ist lustigerweise, was die Inflation angeht, ja, sehr klug konstruiert. Und ein ganz interessanter Punkt hier nebenbei, weil es ja immer von unserer lieben Sarah und von den ganzen Miesmachern und Griesgrämen und Alarmisten überall heißt, die Rente ist komplett im Arsch, unser ganzes System bricht bald zusammen und so weiter. Gerade letzte Woche gehört von Wolfgang Schäuble, dass die Renten gerade real um 6% erhöht wurden. Um 6%, ja, die höchste Rentenerhöhung, die es jemals gab. Und das hat nie jemand, ja, prognostiziert. Wenn man vor 5 Jahren gefragt hätte, ja, die hätten alle gesagt, es ist aus, es gibt keine Erhöhung mehr. Genau, ja, weil was man natürlich auch beachten muss, voll viele Leute heulen immer die ganze Zeit rum wegen dem demografischen Wandel und so weiter. Ja, aber man muss natürlich auch dabei die Produktivität, ja, mit, ja, berücksichtigen. Das heißt, wenn vor 100 Jahren noch die Hälfte der Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeiten musste, ja, sind es jetzt nur noch ein paar Prozent und der Rest kann sich mit anderen Dingen beschäftigen. Und insgesamt wird die Wirtschaft natürlich produktiver und produktiver. Und somit kann auch ein einzelner Arbeitnehmer, ja, mehr leisten für mehrere sozusagen, ja, Rentner. Ja. Aber natürlich ist das jetzt keine Ausrede, um nichts zu machen und nicht selbst privat vorzusorgen, weil ich sag mal so, Jonathan, vielleicht ist die gesetzliche Rente, ob sie jetzt sicher ist oder nicht, vielleicht ist sie auch, ja, sie ist sicher, aber die Höhe sicher, ist die nicht Höhe, sicher. Genau, und ob es für einen Sugar Daddy Lifestyle, ja, reicht, das wage ich doch zu bezweifeln. Ja. 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 Das heißt, wenn du auch mit 60, 70 noch die heißesten Frauen am Strand abgreifen möchtest, dann kannst du das entweder nur mit einer extrem guten Fitness oder halt mit unglaublichem Charme oder halt mit einem guten Depot. Und am besten, du hast halt alles gleichzeitig, dann erhöht das definitiv deine Frauenquote. So, jetzt Verlauf der Vermögensstruktur. Hier haben wir noch mal so ein paar Beispiele. Ja. Ja, geh doch mal kurz drauf ein, Jonathan. Genau, wir haben euch ja versprochen, wir machen das anhand von Praxisbeispielen. Und wir haben jetzt hier einfach mal 3 Typen uns überlegt. Und zwar der erste, den würde ich so beschreiben, sehr rational denkend, versucht seine Rendite zu maximieren. Ja, wie geht der vor? Der legt circa die ersten 25.000 Euro in ausschüttende Aktien oder ETFs an, damit er jährlich den Freistellungsauftrag von 800 Euro pro Jahr abgreifen kann, darauf überhaupt keine Steuern zahlt und den Rest legt er möglichst thesaurierend an, um von dem Steuerstundungseffekt zu profitieren. Und das macht er am besten, indem er Aktien wählt, die keine Dividende auszahlen oder ETFs wählt, wo das Ganze eben thesauriert wird. Ja. Und später kann er dann entweder auf Dividendenaktien umschichten, wenn er nur noch von den Ausschüttungen leben möchte, oder eben jeden Monat anteilig thesaurierend der Fonds verkaufen. Der zweite Typ, der sagt, ich will lieber so früh wie möglich finanziell frei werden und der möchte sein Depot auch nie umbauen, sondern direkt loslegen und dann Stein für finanzielle Freie. Und das macht er so, dass er einfach immer
Dividendenaktien dazu kauft, alle Dividenden, die er bekommt und seine Sparpläne reinvestiert und so jedes Jahr mehr Dividenden bekommt und eines Tages sagt er, jetzt verdiene ich durch Dividenden mehr, als ich brauche. Jetzt bin ich finanziell frei und kann eben tun und lassen, was er oder sie möchte und lebt immer nur von den Ausschüttungen und nie von der Substanz. Bei dieser Variante ist sehr vorteilhaft, es ist egal, wie alt du wirst, denn wenn du nämlich jährlich was verkaufen tust, dann kann dir passieren, dass du auf einmal älter wirst als gedacht und dann hast du nichts mehr zu verkaufen. Ja, und der dritte Typ, das ist vielleicht so der klassische Lebensversicherungstyp, der beginnt auch wieder 25.000 Euro ausschüttend anzulegen und den Rest thesaurierend, um die Steuersituation zu optimieren und der möchte dann später sozusagen sein Depot eines Tages verkaufen. Wenn es mal richtig gut steht, sagt er so, jetzt habe ich die fette Million gemacht, raus aus dem Risiko und dann rein in irgendeine Lebensrente von der Versicherung, um eben die gesetzliche Rente aufzustocken und dann eben nominell sicher zu sein. Und das waren jetzt einfach mal so ein bisschen die drei Typen, die wir euch mal vorstellen wollten. Ja. Und ja, jetzt kann sich eben jeder überlegen, was auch noch wichtig ist zu sagen, es gibt hier nicht die perfekte Lösung für alle Personen, die für alle Personen die passende ist, sondern es hängt immer von dir ab, von deiner Risikobereitschaft, was du bereit bist zu geben, was du erreichen möchtest und ja, dann kannst du dir einfach so dein... Und wie hast du das für dich geplant, Kolja? Ja, genauso ähnlich und jetzt nochmal ein paar Punkte dazu von mir. Also erstens muss man meiner Meinung nach weg von diesem Gedanken kommen, dass es irgendwann, also dass wir jetzt im Prinzip alle in so einer Ansparphase sind, mit einem langen Anlagehorizont, ja, sage ich jetzt mal bei mir noch 35 Jahre, bis ich 65 bin, und dann kommt irgendwie so eine Art Tag X, wo ich auf einmal meine komplette Strategie irgendwie verändern muss, weil ich jetzt nun in Rente bin oder so. Das ist Schwachsinn, weil die Frage, welchen Anlagehorizont hat man, die ist immer damit zu beantworten, naja, so lange wie dein Geld und dein Depot für deine Ziele arbeiten muss. Und das bedeutet, mit 65 ist jetzt das Leben da vorbei. Mit 65 haben alle, die jetzt 30 sind, noch locker 20 Jahre im Durchschnitt zu leben. Ja, Kolja, halt dich mal jedes kurz Jahr, fest. Jedes Jahr wächst die Lebenserwartung um circa einen Monat im Durchschnitt an. Das heißt, ich kann doch auch mit 65 immer noch Aktien behalten und dann nur anteilig einfach andere Sachen aus dem Depot schon verkaufen. Aber natürlich werde ich trotzdem weiter Aktien behalten. Ja, ich habe heute gelesen, jeder Zweite, der jetzt neu geboren wird, wird wahrscheinlich über 100 Jahre alt werden. Das musst du dir mal vorstellen. Wirklich? Ja, das ist wirklich wahr. Krass. Also wenn so alles so weitergeht, wenn jetzt nichts passiert. Aber auf jeden Fall geiles Hemd, sehe ich genauso. Ja. Ja, es ist ja genauso passiert, weil die Krankheiten beispielsweise, die man jetzt noch nicht so gut heilen kann, wie zum Beispiel Krebs, man kann sie zwar immer früher und immer besser diagnostizieren. Bei Krebs ist es ja so, wenn man es früh diagnostiziert, hat man je nach Krebsart und so noch eine relativ gute Chance. Wenn es irgendwann in 20, 30, 40 Jahren, ja, aber schon möglich ist, das im Anfangsstadium zu diagnostizieren und dann direkt die Krebszellen durch eine Pille oder so zu bekämpfen, ja. Keiner mehr an Krebs, dann wird es irgendeine andere Krankheit geben, die aber erst die meisten Leute halt mit 90 oder 100 halt zum Sterben bringt, ja. Und so war das immer früher. Früher gab es halt immer die ganzen Tote durch Tuberkulose, durch Blinddarm, durch Infekte. Auf einmal Penicillin, dann kam auf einmal die ersten Impfungen und bam, auf einmal haben die Leute viel länger gelebt, ja. Also dazu. Und dann kann man sich in 100 Jahren irgendwelche 3D-Sachen drucken lassen, eine neue Leber oder was auch immer. Ja, ohne Witz, was denkst du denn 3D, was da noch alles gedruckt wird? Da geht es ja nicht nur um Produkte, um Handys und so, da werden Organe dann gedruckt werden. Das heißt, meiner Meinung nach sollte man zu kurzfristig planen und lieber halt länger. Aber jetzt können wir mal, ist richtig heiß hier drin, Alter. Jetzt können wir mal auf ein paar, Fragen sind denn eure Aktienfavoriten derzeit? Die Aktienfavoriten? Ja, was sind deine Aktienfavoriten? Ich habe mir vor kurzem Bayer gekauft und werde jetzt wahrscheinlich bald noch bei Zalando zuschlagen, aber... Zalando? Ja, ansonsten, da sollte sich das jeder selbst bewerten, denke ich mal. Da schlägt meine Frau auch ab und zu bei Zalando. Aber immer nur als... Ja, das ist auch noch ein Punkt. Also es macht mir eigentlich mehr Spaß, Aktien zu kaufen als Konsumgüter. Wir ja auch inzwischen, ja.
da sind wir auch wieder beim Thema. Man sollte bei der Asset Allocation und bei der Altersplanung mit Aktien nie, wenn man jetzt zum Beispiel nur sich selbst berücksichtigt, auch mal sehen, die meisten Leute wollen ja nicht alleine alt werden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Willst du alleine alt werden oder willst du vielleicht auch mal eine Beziehung? Nein, also meine Aktien werde ich schon mitnehmen, auf jeden Fall. Nee, ich meine jetzt sozusagen mit dem vielleicht auch mal Kinder haben und so. Also in der Regel sind die meisten Leute so, dass sie irgendwann halt auch eine Familie haben wollen. Und das bedeutet, du musst deine Planung und so nicht nach deinen Bedürfnissen und nach deinen Zielen ausrichten, sondern auch immer an dem Ehepartner oder an der Ehepartnerin, ja? Oder wie man das sonst noch heutzutage alles nennt, ja. Genau. Was machst du denn? Was Föhn von Siemens oder Hage von P&G? Ja, der hat mich vorhin auch schon jemand gefragt, warum ich nicht mal beim Friseur bin. Die Antwort ist ganz einfach, ich muss mir Aktien kaufen. Genau, es und ist viel zu teuer. Und als Student hat man immer die Wahl, ja. Genau. Ja. Okay. Also die fragen hier gar nicht mehr so viele. Habt ihr denn nicht noch Fragen zu dem Sugar Daddy und später und so? Also was ihr sozusagen später machen könnt oder was ihr eure Vorschläge sind. Wie plant ihr denn eigentlich so für die Zukunft? Was habt ihr für einen Anlagehorizont? Könnt ihr ja mal aufschreiben. Seid ihr so die Leute, die sagen, ach, was soll das alles? Ja, ich lebe im Hier und Jetzt. Ich konsumiere alles, ja. Oder seid ihr auch die, die sagen, nein, ich plane mich an, ja. Ja. So, jetzt mal gespannt. Was wir ansonsten auch noch kurz machen können, ist einfach mal nochmal durchzurechnen mit diesem Zinsrechner. Was passiert, wenn man jeden Monat 1.000 Euro langfristig investiert? Ja, wann man dann sozusagen die Million knackt und so weiter. Weil das ist ja, das muss man auch noch sagen, ja, weil es heißt ja ganz oft von vielen Leuten immer als Ausrede, ich habe eh nur 2.000 Euro im Monat oder so und dann muss ich davon leben, dann kann ich ja fast nichts mehr investieren. Und dann lese ich halt jeden zweiten Tag irgendeinen Artikel aus Amerika, wie irgendein Postbeamter von UPS oder ganz, ganz einfache Arbeiter, eine Frau, die hat nur an der Tankstelle gearbeitet und ihr Maximallohn in ihrem ganzen Leben war keine 20.000 Dollar im Jahr, also weniger als 2.000 Dollar im Monat. Und die sterben dann mit 8, 9, 10 Millionen Dollar Vermögen. Und wenn man die Leute fragt, ja, wie seid ihr zu dem Vermögen gekommen, dann sind die Antworten immer gleich. Schon ganz früh begonnen damit zu investieren. Ja, sobald das erste Gehalt kam, jeden Monat 20% oder 30% in die Aktien des eigenen Arbeitgebers investiert und dann einfach die Dividenden genommen und da wieder zugekauft. Und dann der größte Effekt von diesen Leuten, so viel Ehrlichkeit muss sein, die sind natürlich alle 90 geworden. Ja. Und wenn man dann halt mit 20 beginnt oder mit 30, hat man 60 bis 70 Jahre Anlagehorizont gehabt. Ja, und dann haben auch ganz, ganz normale Menschen nach irgendwie 7, 8, 9 oder 10 Millionen Dollar mitgenommen und damit zum Beispiel einmal in so einem Dorf ein Schwimmbad aufgebaut oder eine Bücherei bezahlt, ja, was die Leute dann halt machen, ja. Ja, und wenn man noch früher beginnt, will ganz viele in der Community hier, muss ich ja auch mal sagen, beginnen jetzt schon mit 16, 17, 18, 19 oder 20 Jahren mit dem Vermögensaufbau. Andere tun sogar schon für ihre Kinder. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Mit 0 Jahren geht da der Vermögensaufbau los. Das finde ich richtig cool. Ja, da ist es dann, wenn man dann irgendwie 30 Jahre Zinseszins hat, ist man ja gerade mal 30 und hat schon eine Menge Zinseszins mitgenommen. Und deswegen, denke ich, kann man doch sehr viel Geld machen, wenn man eben sehr langfristig dabei bleibt. Ja, hier hat einer gefragt, jemand, der ja zum Beispiel später dann auf Dividenden sozusagen setzt, das ist ja auch so dein Spezialgebiet, macht es dann Sinn, so auf quartalsweise Ausschüttungen zu achten, also viel amerikanische Aktien und so, oder? Ja, also mir ist das im Endeffekt völlig egal. Also ob das einmal im Jahr oder alle drei Monate kommt, hat für mich überhaupt keine Auswirkung. Ja. Okay, dann war hier noch eine andere Frage zum Anlagehorizont. 35 Jahre, trotz hoher Sparquote halte ich Sugar Daddy Lifestyle für unmöglich. Ich glaube, wir sollten es mal vorrechnen. Da müsste man momentan schon 1.000 oder mehr sparen. Ja, keine Ahnung, wie viel er sozusagen spart. Aber ist ja auch völlig klar, dass du von 20 Euro im Monat jetzt nicht zum Sugar Daddy wirst in 5 Jahren. Also irgendwo musst du dich halt dann schon auch entscheiden. Nee, 35 Jahre spart er. Ja. Aber natürlich, du musst halt immer bedenken, du hast jetzt noch sozusagen 35 Jahre vor dir. 35 Jahre, ja. Was du da in diesem Zeitraum noch alles machen kannst für dein Humankapital, um deine Sparquoten zu erhöhen, um mehr Geld zu verdienen, Unternehmen zu gründen, um parallel noch irgendwie einen neuen Job oder was auch immer anzunehmen. Also wenn du es drauf anlegst, hast du ja noch 35 Jahre Zeit, ganz viel mehr zu machen. Ja. Ich habe zum Beispiel immer das private Ziel, meine private Sparplanquote in die ETFs von Jahr zu Jahr, solange ich es kann, zu verdoppeln. Also sozusagen
eine Dynamisierung von 100% einzustellen. Und das gibt mir die Motivation, natürlich richtig reinzuhauen bei der Arbeit. Das heißt, man muss ja nicht davon ausgehen, dass, ich finde das immer so demotivierend, ja, dass man sagt, oh, ich habe jetzt nur 20 Euro zum Beispiel im Monat oder 25 und das bleibt jetzt die nächsten 35 Jahre für alle Ewigkeiten so bei. Ja, du hast 35 Jahre Zeit. Das, was du auf diesem Kanal über Investments, über Aktien lernst, geht ja schon mal weit über das Wissen, was die meisten Leute haben, hinaus. Wenn du dich jetzt noch in anderen Bereichen weiterbildest, ja, in wirtschaftlichen Bereichen, in Finanzfragen, in humankapitalspezifischen Bereichen, die deine Ausbildung, dein Studium, deinen Beruf betreffen, dann kannst du auch viel mehr Geld verdienen und somit auch wieder mehr investieren und mehr Spaß haben. Ja, da fragt jetzt gerade noch einer, er ist 18 Schüler und hat 150 Euro über einen Nebenjob jeden Monat, macht es schon Sinn oder wird das noch nichts bringen? Also ich würde immer sagen, ein Teil davon so früh wie möglich. Das heißt, es muss jetzt nicht die ganzen 150 sein. Gerade wenn man 18 ist. Ja. Aber ich zum Beispiel, ich habe auch mit 19, als ich bei der Bundeswehr angefangen habe, fast nichts da ausgegeben, ja, sondern einen großen Teil zwar noch nicht investiert damals, aber gespart. Und was, ich habe jetzt trotzdem sozusagen keine Action verpasst oder nichts sozusagen irgendwie da missen müssen. Das heißt, man kann ja im Normalen, alle Leute denken immer, man kann nur mit Geld viel Sachen machen oder viel Spaß haben. Aber ihr könnt so viel kreativ, vielleicht müssen wir irgendwann mal einen Kanal machen, was man alles sozusagen ohne Geld machen kann, ja. Weil ich verstehe immer nicht, man braucht doch für ganz viele Sachen überhaupt gar kein Geld, ja, um die zu machen, ja. Ja, also selbst Reisen oder so kann man sich doch heutzutage auch finanzieren über Work and Travel. Ja, oder man kann ja auch einfach so, wie heißt es mit dem Anhalter, einfach mitfahren. Ja, hat jetzt auch wieder einen Freund von mir gemacht. Ja, oder und, Interrail irgendwie mit Zug und so. Hier fragt jetzt noch jemand, was kann man mit unter 18 schon beginnen? Ich meine, die Frage haben wir auch schon beantwortet, aber ja, man kann. Es gibt das sogenannte Junior Depot, oder? Ist das richtig? Genau. Oder also auf jeden Fall einfach mal mit euren Eltern reden an der Stelle. Genau. Und das Ganze auch rational denen erklären, ja. Genau. Was ist eure Konsumquote? Also sozusagen, wie viel man vom Einkommen verkonsumiert, oder wie? Ich denke, dass er das damit meint, ja. Also von meinem Einkommen, das ist eine gute Frage, habe ich noch gar nicht ausgerechnet, müsste ich mal genau ausrechnen. Ja. Ich glaube aber, die Sparquote ist nicht so hoch. Ich glaube irgendwie 30% oder so. Ja. Bei dir? Ja, ich habe jetzt auch noch einen Nebenjob. Also von mir, bei mir ist die auf jeden Fall so etwa 50-50 oder so. Aber ich verdiene ja auch nicht so viel Geld, ja. Ja. Aber auch nicht so viel Kosten. Ja. Ja. Okay. Okay, nächster. Studiert oder macht eine Ausbildung in einem Beruf, der euch Spaß macht? Ja. Kennt ihr Covestro? Ja. Kennen wir. Spaß mit Kopf. Sind die Thesaurierer nicht ausgestorben? Wieso? Ach so, er meint die Dinosaurier-Thesaurierer oder was? Ja. Ah, da ist der Spahn mit Kopf, der Sparfuchs auch dabei. Ja. Genau, ja, das kommt bald. Oh Gott, davor habe ich schon Angst vor dem Video mit Chris, wo er meine Sparquote sich anschaut. Ja, mit 50 Euro monatlich investieren, fragt Kai. Schöne Grüße, Kai. Den habe ich neulich auf Snapchat auch geantwortet. Kannst du definitiv schon anfangen, meiner Meinung nach. Weil über Sparpläne und so weiter ist es ja ohne Probleme möglich. Und bevor man jetzt sozusagen sinnlos einfach Geld ausgibt, warum nicht einfach schon anfangen, ja? Also warum sozusagen ist gut, es schon früh anzufangen? Dazu wollten wir heute jetzt nicht eigentlich den Livestream verwenden, weil dazu haben wir gerade neulich erst ein Video zu gemacht. Ja, und da könnt ihr euch das eigentlich perfekt angucken. Ich kann es euch ja nochmal ganz kurz zeigen. Ja. Genau, am besten zeigst du das Video. Also genau, da geht ihr hier nochmal ganz kurz. Share, dann kann ich mir kurz nochmal den Schweiß von der Stirn wischen, weil es echt so verdammt heiß hier schon wieder ist. Da gehen wir einfach mal auf... Oh, da sehen Sie jetzt schon meine ganzen versteckten Videos. Da muss ich schnell runtergehen. Zack, 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 zack. Hier, unter 20 schon in Aktien investieren. Ja. Vier Gründe, warum es sich lohnt. Ja. Das Video könnt ihr euch dann mal angucken. Und dann wisst ihr eigentlich, warum es sich lohnt, auch schon unter 20 anzufangen. Aus welchen Gründen, Macht der Gewohnheit und so weiter. Sofort, jetzt gehen wir wieder zurück. Zack.
Bumm, und jetzt gucken wir uns wieder eure Fragen an, weitere Geschichten. Jonathan. Okay, dann schauen wir. Habt ihr selber einen Teil in Gold? Also sobald mein Portfolio deutlich größer wird, werde ich beginnen, so ungefähr 10% in Gold zu investieren. Ist aber wie 10%? Immer, ja, krass. Ist aber immer eine Glaubenssache, weil Gold ja, ist dann, wenn Aktien doch mal sehr schlecht werden, sehr gut und verringert damit die Volatilität im Gesamtportfolio. Ansonsten habe ich ja eigentlich fast eine 100% Aktienquote, aber erst über deutlich über 100.000 Euro, wenn ich damit beginne. Was mich immer interessiert, was machst du denn dann genau, angenommen, es kommt jetzt der, also sozusagen die Aktien schneiden richtig schlecht ab. Ja. Und was machst du denn dann genau mit dem Gold? Genau, dann verkaufst du das dann? Genau, richtig. Okay. Genau, also das ist mein Ziel. Okay. Wenn Gold deutlich steigt, dann geht es vielleicht und Aktien fallen auf 20% des Depots. Hm. Und dann werde ich eben wieder die Hälfte des Golds rausverkaufen über Rebalancing und damit weitere Aktien nachkaufen, wenn sie besonders günstig sind. Ja. Und die Gesamtschwankung des Depots ist einfach deutlich geringer geworden durch diese kleine Maßnahme. Aber ist wie immer eine Glaubenssache, ne? Ja, und Gold ist natürlich auch ganz klar, sollte man es meiner Meinung nach niemals als Vermögensaufbau sehen, Gold, ja, weil es halt keine Erträge liefert. Ihr seid immer davon abhängig, dass irgendein anderer es noch schöner und cooler und sicherer findet als ihr, wenn ihr es verkaufen wollt. Und Gold hat sozusagen im Vergleich zu allen anderen Wertanlagen insgesamt langfristig die allerschlechteste Rendite. Aber das heißt, es ist eine Absicherung, aber sollte man jetzt nicht irgendwie meiner Meinung nach so übergewichten, dass man jetzt irgendwie einen Großteil seines Vermögens dauert. Also ich kenne manche Leute, die da 30-40% in Gold halten. Ja. Ich denke halt einfach, dass es seit 2000 Jahren der beständige Wert ist und eben Sicherheit ist und keine Rendite. Und deswegen genau, nur das 10%, muss man halt wissen, um das, die Gesamtschwankung ein bisschen zu reduzieren. Also meine Goldquote ist 0 und sie wird auch für immer und ewig bei 0 bleiben. Ja. Und sollte ich mal Gold brauchen, weiß ich ja dann, an wen ich mich wenden muss. Genau. Komme ich dann mal vorbei bei Jonathan. Ne? Nein, das und dann können wir mal so ein bisschen sprechen, so wo dein Gold aktuell liegt. Nein, das muss man auch dazu sagen. Wenn, dann würde ich es mir auch über die Börse kaufen, dieses Euwax-Gold. Weil das Risiko, dass euch daheim jemand die Bude ausräumt, ist natürlich viel zu hoch. Ja? Ja. Deswegen kann man das ja auch, dann ist es in irgendeinem Tresor in Frankfurt sicher gelagert. Kann man ja auch dieses sogenannte Euwax-Gold zum Beispiel kaufen. Ja, ja. Hier wird gefragt, was studiert Jonathan? BWL-Bank. Nein, zuerst mal studiere ich ja gar nichts. Ich bin nur an der Hochschule. Ach so, wir noch klarstellen, ich bin an keiner Uni. Da habt ihr natürlich recht, das ist eine Hochschule, eine duale Hochschule. Genau. Und damit ist das jetzt auch geklärt. Was ist denn, hast du vor, die Summe aus dem BSV irgendwann zu nutzen, also fest geplant? Wenn ja, dann nicht kündigen, da der, was den Betrag angeht, sehr sicher ist. BSV, wahrscheinlich Bankspar. Weiß ich auch nicht. Ja. Ja. Sind Zusatzrenten von Banken sinnvoll? Kann man nicht pauschalisieren, oder? Was ist das, eine Zusatzrente? Keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass Banken eben auch Versicherungsprodukte anbieten. Ach so. Ja, aber kann man nicht so pauschalisieren, finde ich immer. Ja. Ja, man muss natürlich immer den einen konkreten Punkt beachten. Und zwar, wenn man jetzt neben seinem Depot weiß, man hat später jetzt nur zum Beispiel die gesetzliche Rente und die ist jetzt nicht sehr hoch und hat zum Beispiel neben dem Depot nur diese beiden Sachen, Depot und gesetzliche Rente beispielsweise, ist also sehr abhängig von dem Depot und vor allem dann auch aus dem Cash von diesem Depot, ja, dann ist es natürlich jetzt nicht so wichtig, was in dem Moment dann genau auch am Markt gerade passiert, wenn du gute, solide Dividendentitel hast. Und das ist ja auch das Interessante, bei guten, soliden Dividendenunternehmen ist es ja so, dass eure persönliche Dividendenrendite immer weiter ansteigt, je länger ihr diese haltet. Das heißt, ihr kauft vielleicht heute Coca-Cola oder P&G oder was auch immer. Genau, wenn wir vor 10 Jahren Coca-Cola gekauft hätte, wäre jetzt bei 7,8% Dividendenrendite. Genau, das heißt, bei guten Unternehmen ist es so, dass die Dividendenrendite von euch immer von Jahr zu Jahr ansteigt. Warum? Weil ihr auf euren damaligen Einstiegskurs immer die erhöhte Dividende jeweils bekommt. Und bei manchen ist es tatsächlich so, die sehr lange die Aktien halten, dass sie irgendwann auf Dividendenrenditen von sage und schreibe 20, 30 oder 40 oder 50 sind auch nach 20 Jahren realistisch. Ja, aber das ist natürlich jetzt kein Versprechen oder so. Es kann natürlich jede Firma auch einzeln pleite gehen. Da empfehlen sich natürlich auch wieder zum Beispiel Dividenden-ETFs zu wählen oder natürlich viele Dividendentitel zu nehmen. Aber für die Thesaurierer unter euch, ja, die mehr auf Growth setzen, ist natürlich ein spannender Punkt,
ab wann ihr euch auch die Entscheidung treffen, also ab wann ihr die Entscheidung trefft, Anteile schon zu verkaufen, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, es gibt diesen Punkt X und ihr habt jetzt keine Arbeit mehr und auf einmal seid ihr so, kriegt ihr zum Beispiel nur noch 30-40% eurer Rente, dann braucht ihr auf einmal 60% von dem Ausfall sozusagen ja in Form eures Depots. Und wenn dann aber gerade ein Crash stattfindet, ist natürlich blöd, da müsst ihr mit Verlusten Anteile verkaufen. Das heißt, da sollte man schon meiner Meinung nach so 5 bis 6 Jahre vorher schon so ein bisschen mal beobachten und wenn gerade so ein riesiger Bullenmarkt zum Beispiel stattfindet, vielleicht schon mal überlegen, so einen kleinen Teil aus den Aktien rauszunehmen. Ja, also so würde ich, ja, werde ich das auf jeden Fall. Hier ist jetzt auch gerade noch die Frage zum Dividenden-DAX reingekommen und da möchte ich auch noch was dazu sagen. Das finde ich keinen diversifizierten ETF, denn der DAX alleine ist ja kaum diversifiziert. Der besteht ja nahezu nur aus Automobilwerten, ja, und noch ein paar anderen. Und jetzt davon den Dividenden-DAX, der hat ja nochmal nur die Hälfte der Werte. Sprich, da sind nur noch 15 Werte drin. Mhm. Die sind teilweise mit deutlich über 10% pro Wert gewichtet. Und dann aus sehr zyklischen Branchen. Also das ist auf jeden Fall kein stabiler Index, sondern der wird in Krisenphasen eine sehr starke Volatilität und einen sehr starken Drawdown nach unten haben. Und wer sozusagen über ETFs in Dividenden investieren will, sollte genauso wie bei allen anderen ETFs auch global investieren. Das heißt, unbedingt auch ein paar ETFs auf Dividendenaktien aus Amerika kaufen oder sogar auf globale Dividendenaktien, ja, hier damit das Risiko geringer wird. Ja, ja, würde ich auch, ja, machen. Ich würde, ja, immer global, ja, investieren. Immer global. Nie nur in einen Kontinent. Nee. Alle Japaner, die 1980 drin waren, haben es erlebt. Ja. Immer mindestens auf Europa und Amerika. Ja, würde ich auch, ja, sagen. USA muss immer dabei sein, für jeden. Ja, selbst für, ja, KenFM würde ich USA empfehlen. Ja. Also jetzt war noch eine spannende Frage. MDAX gut als Sparplan, weil der ja sehr volatil, ja, ist. Definitiv. Ich finde, der ist auch super diversifiziert. Der hat nicht so viele Bankenwerte wie der DAX, nicht so viel gewichtet auf Automobil, sondern der hat viel diversifiziertere Branchen auch insgesamt drin, hat 50 Unternehmen und schneidet langfristig auch wesentlich besser als der DAX ab, jedenfalls bisher. Ob das in Zukunft so immer so sein wird, weiß man wie gesagt nicht. Aber es gibt laut Finanztheorie, ja, Gerd Kommer lässt grüßen, ja auch den, also steht hier hinten im Buch drin, ja einfach diese Theorie, dass aufgrund der höheren Schwankungen die Mid-Cap-Unternehmen langfristig auf sehr, sehr, sehr lange Anlagezeiträume von 80, ja, bis 90 Jahren halt im Durchschnitt so 2% die Large Caps outperformen. Aber es kann immer wieder kürzere Zeiträume von 5 bis 10 Jahren geben, wo die auch underperformen. Das heißt, für sehr lange Anlagezeiträume, Leute, die jetzt gerade anfangen, ist meiner Meinung nach MDAX definitiv ein Blick wert. Also ja, ich bin auch absoluter Fan vom MDAX und also wer sozusagen noch an den hochgelobten deutschen Mittelstand, an die deutschen Familienunternehmen glaubt, an die deutsche Ingenieurskunst, der sollte sich unbedingt einen MDAX-ETF ins Depot legen. Und ich kann euch auch sagen, warum, weil ich lese mir gerade ganz, ganz viele Geschäftsberichte aus dem MDAX durch. Erstens, diese Unternehmen können noch richtig wachsen. Ja? Die sind oftmals, ja, gerade aktiv, ja, und beginnen jetzt in Europa, in den USA, in Asien, in den Emerging Markets so richtig Gas zu geben. Dann sind diese Unternehmen noch viel, viel schlanker geführt. Dort steht oft noch so ein richtiger Familienunternehmer dahinter, der den Laden seit 10 Jahren führt und eben auf langfristige Wertsteigerung ausrichtet. Und auch die Statistik sagt ja auch, über lange Zeiträume besser gelaufen. Das ist viel diversifizierter und viel ausgewogener als Index. Also ich bin ein richtiger MDAX-Fan geworden. Gerade für den Sparplan habe ich selbst auch einen drauflaufen. Genau. Kann man mit Optionen eine Überrendite zur verglichenen Benchmark erzielen? Ja, kann man. Die Frage ist nur, wie lange? Ja, in im Durchschnitt machst du einfach nach Kosten, nach Steuern eine Underperformance, ja, egal zu welchem passiven Investor eigentlich. Ja. Du kannst ja auch, wenn jetzt beispielsweise 50 Leute gegeneinander antreten im Münzen werfen, dann wird es am Ende einen geben, einen Einzelnen, der in jedem einzelnen Spiel immer genau richtig, ja, war. Ja? Aber die spannende Frage ist, was ist mit den ganzen anderen? Ja, ja, die haben am Ende dann halt sozusagen verloren. Ja? Das heißt, also meiner Meinung nach hat alles, was mit Daytrading, Swing Trading und so weiter zu tun hat, mit Investieren zu tun, sondern das, ja, ist eher, ja? Ja. Und deswegen so wie Sportwetten auch ein bisschen man vielleicht, da, ja. Ja, ist auf jeden, ja, Fall vergleichbar. Ja. Und ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die das anders sehen. Das ist ja auch deren gutes Recht. Ich sehe es jedenfalls so. Und wenn die Leute mich fragen, dann sage ich dazu auch meine Meinung. Ja.
Ja, man muss halt auch einfach wissen, sobald man irgendwelche strukturierten Produkte kauft, ja, egal ob die jetzt von Banken, von Trading-Plattformen und so weiter ausgegeben werden, verschlechtert sich in dem Moment sofort euer Chance-Risiko-Verhältnis. Denn sämtliche Produkte haben in irgendeiner Art und Weise Kostenstrukturen drin. Mhm. Ja. Wo die Kostenstrukturen genau liegen, hängt immer vom Produkt ab. Mhm. Bei Aktienanleihen sind die zum Beispiel auch sehr, sehr hoch drin, immer die Kostenstrukturen. Und diese Kosten musst du als Anleger bezahlen, wenn du so ein Produkt kaufst. Egal, wie was die Gründe sind, es ist immer ein schlechteres Chance-Risiko-Verhältnis. Und wenn eure Chancen deutlich höher sind als bei der reinen Aktie, sind eure Risiken damit um ein Vielfaches höher und sogar noch höher als die Chancen. Und deswegen ist einfach das Chance-Risiko-Verhältnis schlechter gegenüber dem Buy-and-Hold-Investing. Und deswegen sollte man, denke ich, eben Buy-and-Hold-Investor werden. Das ist aber nur meine Meinung. Was haltet ihr von Herpes? Vielleicht meint der Hermes. Hermes. Hermes ist ja nicht an der Börse, glaube ich, ne? Ja. Nee, also er meint jetzt, glaube ich, nicht den griechischen Gott, ja, diesen Postgott, sondern er meint, glaube ich, die Firma. Aber der Börsenguru hat, das muss ich noch kurz richtig stellen, der hat jetzt gefragt, was Optionen für Kosten haben. Die haben natürlich keine Kosten, aber für die meisten Privatanleger ist es nicht möglich, direkt in Optionen, also in echte Optionen, die an den Derivatebörsen gehandelt werden, zu investieren, weil da braucht man sechsstellige Vermögen für jede einzelne Option, und deswegen investieren Privatanleger ja nur über Optionsscheine, und das sind ja abgebildete Bankprodukte auf Optionen, wo wieder Kosten eingepriesen sind, und deswegen sind Optionsscheine nichts natürlich für Privatanleger. Okay, hier hat das Buch von Gerd Kommer frustriert, keine Ahnung warum. Ich soll aber mal sagen, warum, ja. Ja. Was haltet ihr von Florian Homm, seinem Börsenbrief, die zweite Meinung, oder allgemein Börsen-Privatinvestor von Max Otte? Also ich halte von beiden nichts mehr mittlerweile. Von Max Otte aus dem Grund nicht, weil er einfach aus seinen Prognosen nicht lernt. Ja? Er einfach ständig Dinge falsch prognostiziert, aber immer auf seine positiven Prognosen zurückverweist. Jetzt mittlerweile hat er von seiner Webseite sogar seinen Fonds sozusagen runtergenommen, weil er so underperformed hat. Und er sagt immer, er wusste es alles genau. Und er der hat Brexit immer den, kommt nicht, hat er auch gesagt. Genau, ja. Er sagt noch 2 Tage vor dem Brexit, der Brexit kommt nicht, kauft jetzt schon europäische Aktien. Ja. Und genau wer das gemacht hat nach seiner Prognose, ist am nächsten Tag deutlich sozusagen, ja, schlechter abgeschnitten. Jeder passive ETF-Investor, der einfach nur einen DAX oder einen MDAX gekauft hat, hat in den letzten Jahren viel besser abgeschnitten als ein Max Otte mit seinen ganzen Doktortiteln und Professoren und weiß was ich alles. Und von Florian Homm, von dem brauchen wir gar nicht erst quatschen. Der Typ ist meiner Meinung nach genau wie der Wolf of Wall Street, ja. Das sind alles Leute, die sagen, jetzt kommt, also Florian Homm nochmal natürlich ganz klar zu trennen von Max Otte, den will ich jetzt nicht miteinander vergleichen, aber Florian Homm, der tut jetzt so auf seine christliche Nächstenliebe und ja, er hat ja so viel gelernt im Knast und jetzt macht er so diese Crash-Bücher von wegen, das Endspiel hat begonnen, spielt wieder mit der Angst der Leute und macht jetzt wieder doch auf einmal so einen christlichen Börsenbrief. Ja. Und vor allem einen Hedgefonds hat auch jetzt wieder angefangen. Ja, und das ist auf Short auch der Börsenbrief. Und das heißt, es gibt so viele spannende Geschichten von ehemaligen Börsengurus, die mit Börsenbriefen sehr viel Geld verdienen ja auch, ja. Und dann immer sagen, dann kommen die teilweise sogar in Knast wie Florian Homm und dann auf einmal sind sie ganz neue Menschen und machen aber direkt da weiter, wo sie vorher aufgehört haben. Und der deutsche Michel glaubt einfach jeden Scheiß von denen. Und nur weil sie im Fernsehen mit Sarah Wagenknecht und ganz ehrlich waren, und ganz ehrlich, beim Börsenbrief, ja, wenn ich einen Börsenbrief kaufe, ja, der mich irgendwie im Jahr 520 Euro kostet, ihr müsst mal ausrechnen, was euer Depot mit 3% Dividenden oder 4% Dividenden überhaupt ich rechne jetzt einfach mal aus, damit ihr das allein an eurer Rendite wieder reinholt. Ja? Ja, wenn sozusagen dieser Börsenbrief so viel Überrendite bringt von Max Otte und so, warum macht er dann nicht mal selber eine Überrendite? Das ist die spannende Frage. Ja? Ja, also und deswegen halte ich von den Börsengurus nichts mehr. Wenn ihr ein Depot von 25.000 Euro habt und 500 Euro im Jahr für den Börsenbrief zahlt, habt ihr Fixkosten von 2%. Und damit geht eure erwartete Rendite von 7% schon mal auf 5% runter. Ihr habt aber die gleichen Risiken, die jeder andere Investor auch hat. Mhm. Denn selbst wenn ihr Stockpicking macht, ja, wenn alle Aktien runtergehen, werden auch eure Aktien etwas runtergehen. Das heißt, ihr habt nur noch 5% Renditeerwartung nach oben, aber eben deutlich mehr nach unten wegen den Kosten. Deswegen die Kosten immer gering halten. Wissen ja alle rationalen Investoren. Guck mal, hier schreibt einer, Moment, das heißt, ich kann ohne irgendwas zu können einen Börsenbrief machen und Geld absagen. Ja. Nice. Ja, du musst natürlich Leute finden, die
es abkaufen, ja. 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 So, wie kann ich Silber kaufen? Ja. Ich habe neulich Silber geschenkt bekommen, so eine kleine Münze, habe mich richtig gefreut. Und da habe ich aber festgestellt, dass die nur 1 Euro wert ist. Ja, also Silber. Da gibt es doch den Degussa Goldhandel, wo man es online kaufen kann. Also man oder kann, oder bei allen physisch. Münzhändlern, bei den Banken kann man die auch physisch kaufen. Ja. Oder auch, es gibt bestimmt auch wieder Produkte über die Börse. Genau, es gibt sozusagen keine einzelnen mir bekannten Silber- oder Gold-ETFs, ja, weil ETFs sind ja immer, haben die gewissen Mindestvoraussetzungen, dass sie halt diversifiziert in unterschiedliche Produkte investieren. Es gibt aber Rohstoff-ETFs, ja, wo halt insgesamt in Rohstoffe und auch Edelmetalle machen, dort einen Anteil investiert wird. Und da gibt es natürlich auch Rohstoff-ETFs, wo auch Silber mit dabei ist. Wenn du jetzt nur Silber haben willst, bin ich nicht so der Profi von. Habe ich auch nicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich physisch kannst du das irgendwo machen. Genau, so ein ETC gibt es dann auch. ETCs, genau. Wobei die auch immer, außer sie sind besichert, dann immer auch ein Emittentenrisiko haben. Also nicht zu verwechseln mit ETFs, ist ein ganz anderes Produkt. Ja. Aber ja, genau, das Gold oder Silber kann man natürlich auch physisch kaufen. Ja. Gib die Empfehlung für mich, was machen nach dem Abi in Wirtschaft? Ja, dazu, was sind deine Interessen, wäre die Frage, oder? Genau, ja, dazu haben wir neulich auch schon eigentlich einen Livestream gemacht, ja, ne, so quasi duales Studium, was gibt es da für Möglichkeiten, was hat den Vor- und Nachteile, was kann man da alles in dem Bereich machen, und da waren ganz viele Fragen dazu, also guck dir nochmal den Livestream an, der ist auch noch online, ja, und da wirst du auf jeden Fall, denke ich mal, sehr gut fündig werden, weil das Thema hatten wir jetzt auch schon eigentlich ziemlich häufig, ja. Was haltet ihr von Helikoptergeld? Wird sich dadurch was ändern? Also ich halte davon absolut nichts. Helikoptergeld, das hat damals sogar Milton Friedman als erstes sozusagen nicht als Vorschlag eingeführt, aber sozusagen als Beispiel dafür, was der letzte Schritt ist, die, wie eine Zentralbank sozusagen versuchen kann, den Konsum und die Wirtschaft anzuregen. Erstens halte ich davon wirtschaftlich nichts. Ja, weil wenn alle auf einmal, guckt euch nochmal Basic Economics Teil 1 an, wenn alle von uns auf einmal mehr Geld haben, ja, von einem Tag auf den anderen mehr, und nehmen wir mal an, alle von uns können sich jetzt auf einmal mehr Handys leisten, mehr Lamborghinis und so weiter, dann würden ja auch von allen Produkten die Preise steigen. Ja. Im Endeffekt haben wir nicht dadurch mehr Handys auf einmal oder mehr Lamborghinis oder mehr Wirtschaftsleistung, wir haben einfach nur mehr Geld, ja, und es würde zu Preissteigerungen führen. Außerdem ist das Problem, ja, dass man dadurch ja das Verhältnis zu Geld verliert irgendwie, ja? Ja. Also du denkst irgendwie, du kriegst einfach Geld fürs Nichtstun, und das wird nur dazu führen, dass die Leute immer fauler sind und einfach sagen, ich warte jetzt wieder, bis der Helikopter kommt. Außerdem ist es für alle Aktiengesellschaften eigentlich völlig egal, in welcher Währung McDonald's seine Burger verkauft. Wichtig ist einfach nur zu wissen, die Leute werden immer zu McDonald's gehen, egal welche Währung es gibt, und die werden immer die Produkte nehmen, und die Dividenden werden dann halt in einer anderen Währung ausgezahlt. Also das hat ja keine nachhaltigen Folgen für die meisten Unternehmen, nur für Banken und Versicherungswerte natürlich. Hier fragt einer, negative Zinsen für Privatkunden realistisch. Was sagst du dazu als Bankier? Tja, wird spannend. Nullzinsumfeld hält auf jeden Fall an. Aber weißt du noch nicht genau, ne? Ja. Ja, also ich habe davon ehrlicherweise... Das ist halt der Schritt ist halt gefährlich, wenn es eine Bank macht, dann wandern natürlich alle Kunden ab, ja, und alle gleichzeitig werden es wahrscheinlich nicht machen, ja. Was haltet ihr von Wasser-ETFs, war jetzt hier die Frage. Also ich muss sagen, dass ich sozusagen, was die ETFs angeht, nicht in einzelne Unterkategorien investiere. Da gehen die Kosten hoch in der Regel. Erstens gehen in der Regel die Kosten hoch, ja, für alle diese ganzen grünen, moralischen Wasser-ETFs und was es da alles gibt für spezielle Vorlieben. Es gibt ja, da habe ich ja mal ein Video zu gemacht, es gibt richtig abgefahrene Sachen da teilweise, die haben meistens höhere Kosten, sind meistens von der Konstruktion her nicht so günstig gebaut, und vor allem auf Dauer gibt es eigentlich seitens der Branchen keinen wirklichen Outperformer. Mal performt Pharma besser als andere Branchen, mal die Autos, ja gut, die sehr selten, ja, aber mal ist es Technologie, mal ist es dann wieder Konsumgüterindustrie, aber langfristig gibt es keine einzelne Branche, die andere Branchen sozusagen outperformt. Warum ist das so? Naja, Regression to the Mean, Kapitalismus, stellt euch mal vor, es gibt ganz viele Hundeläden und dann auf die richtig die ganzen Katzenläden outperformen, also mit Hundefutter und Katzenfutter. Dann sagt sich aber irgendwann einer,
ey, wir haben jetzt 100 Hunde und nur noch 5 Katzenläden. Ey, jetzt mache ich einen Katzenladen, da gibt es viel weniger Konkurrenz und da kann ich dann auch viel mehr Geld verdienen. Und auf einmal gehen immer mehr Leute wieder in die Katzenläden, ja, wo weiß da viel mehr zu verdienen wird. Und auf einmal outperformen wieder die Katzenläden und dann geht es immer so hin und her. Das heißt, es gibt keine Branche, die andere auf Dauer eigentlich outperformt. Ja, ja, also da möchte ich auch noch was dazu sagen, was das angeht, nicht für alle Unternehmen, die in der Konkurrenz stehen, aber es gibt ja ein paar Eigenschaften, auf die der Altmeister Warren Buffett auch immer achtet, die sogenannten Burggräben, die eben genau verhindern, dass die Konkurrenz eintreten kann. Und manche Burggräben sind echt richtig tief und werden sogar jedes Jahr tiefer. Und eine dieser Eigenschaften ist einfach eine Brand zu haben, der die Leute vertrauen. Und das sieht man zum Beispiel daran. Ja, aber das hast du nicht bei einem Wasser-ETF. Nein, das hast du bei einem Wasser-ETF natürlich nicht, aber bei gewissen Aktien schon. Und damit ist es durchaus möglich, zum Beispiel mit Konsumgüteraktien oder Tabakaktien haben in der Vergangenheit auch immer outperformed. Ja. Deswegen denke ich einfach, dass es doch möglich ist, sozusagen outzuperformen. Ja. Wie läuft beim P2P-Investment? Das Video ist in Planung, also kommt noch im Juli, kommt das Video.